EA Maxis. Sim City. Guten Tag, Bürgermeister. Willkommen bei Sim City. Szenario durch, damit sie bla 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 bla. Und damit herzlich willkommen hier zu Sim City. Ah, ich freue mich. Ja, gut, erste Schritte kommen. Sie betreten Sommerufer. Treibt Lamas zusammen. Ich hatte einfach mal wieder mega Bock auf Sim City. Habe ich beim guten Kronk gesehen. Das Let's Play. Und dachte, wenn ich jetzt eh zock, dann nehme ich es gleich auf. Hab eh noch, wollte eh noch ein neues Projekt starten. Und wir sagen, let's go. Wir machen jetzt erstmal das Tutorial. Streichelt Ziegen. Willkommen. Sie sind der neue Bürgermeister von Sommerufer. Ihr Vorgänger hat ganz und gar keine gute Arbeit geleistet und wurde aus der Stadt verjagt. Sommerufer braucht ihre Hilfe. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren. Dann machen wir das mal. Okay. So, machen wir uns etwas mit den Grundlagen der Kamerasteuerung vertraut. Vergrößern Sie die Ansicht, um Sie Ihrer neuen Stadt etwas genauer anzusehen. Verwenden Sie für den Mausrad Plus und Minus, okay. Kann ich das aber auch mit der Mausrad? Ah, mit dem Mausrad geht, okay. So. Die Stadt sieht friedlich aus, hat aber Reihen von Problemen. Begegnen wir uns einem was? Begeben wir uns einmal zum Gemeindehaus. Klicken Sie das Bild mit dem linken Mausrad, drehen Sie dann die Kamera. Ja, ich kenne das ja alles schon. Ich habe ja schon mal SimCity gespielt. Sind wir hier? Die protestieren. Ich bin Eva, ihre Stadtberaterin. Willkommen in Sommerufer. Wir könnten gut ihre Hilfe hier gebrauchen. Ihnen sind vielleicht die Demonstranten aufgefallen. Unser letzter Bürgermeister hat die Stadt im desolaten Zustand verlassen. Wir hoffen, Sie können dem Lande den Laden wieder auf Vordermann bringen. Alles klar. Zuerst einmal müssen wir eine Verbindung zur Außenwelt herstellen. Wir sind abgeschnitten. Niemand kann uns erreichen. Kümmern Sie sich bitte um die Autobahn. Um die Autobahn. Okay, dann kümmern wir uns mal um die Autobahn. Minus 1690 die Stunde. So, dann ziehen wir es einfach mal hier. So, zack, hat doch geklappt. Hervorragend, jetzt können die Sims über die Autobahn in die Stadt und aus der Stadt herausfahren. Die Sims werden in ihrer Stadt leben, arbeiten und einkaufen. Ohne Sims kann ihre Stadt nicht wachsen. Und ohne eine Straße können sie nicht kommen. Kann man das Tutorial eigentlich überspringen? Möchte ich Ihnen danken. Begeben Sie sich zurück zum Gemeindehaus. Okay, machen wir hier. Gut gemacht, Bürgermeister. Jede Stadt braucht eine Verbindung zur Autobahn. Alles klar. Wir können jetzt mit den Baustellentransporten für neue Häuser bauen. Damit ihre Sims einziehen können, alles klar. Ja. Mensch, ich kenne das doch schon alles. Jetzt sind Autobahn verbunden sind, wächst man da von Häusern. Okay. Sie werden manchmal von Einwohnern um Hilfe gebeten. Halten Sie Ausschau. Was will der? Hallo Bürgermeister, Sie entscheiden, wo Ihre Sims bauen können, indem Sie Wohngebiete ausweisen. Die Sims bauen dann ihre Eigenenergiehäuser und ziehen selbstständig Wohngebiete ein. Also was ist denn Deutsch? Ja, kann ich machen. So. Hier, aber wo muss ich das hinmachen? Vielleicht hier, einfach hier. Da kommt ein Baustelle, bla bla bla. So, ja, die Autobahn. Okay. Okay. Hey. Klar, ja, ich mach gleich hier die andere. Okay. Es ziehen Sims nach Sommerufer.
Doch so nicht in Nachbarschaft haben. Okay, damit müssen wir das hier weg. Blam, blam, blam. So. Die Wohngebiete entwickeln sich weiter und es öffnen neue Läden. Deswegen ziehen die Sims zu ihnen. Sehen wir uns einmal die Bevölkerung an. 4.900. Ja, bla bla bla. Okay. Es gibt da einen Fabrikmanager, der mit Ihnen über neue Jobs im Sommer überreden möchte. Klicken Sie die Sprechblase an, um sich mit ihm zu unterhalten. Machen wir doch. Hallo Bürgermeister, diese Fabrik ist mein ganzer Stolz. Sicher verschmutzt sie die Umwelt etwas. Doch auf der anderen Seite schaffen wir auch Arbeitsplätze. Wer mehr Sims hat, braucht auch mehr Arbeitsplätze. Die Anwohner werden nicht in der Nachbarschaft von Fabriken leben wollen. Sie haben aber immer noch genug Platz für weitere Industriegebiete. Weisen Sie bitte weitere Industriegebiete und Gewerbegebiete aus. Alles klar, das machen wir doch. Industrie. Ich würde sagen, machen wir hier noch ein bisschen Industrie hin. So. Und da oben könnten wir auch noch... Okay. Gute Arbeit, denken Sie daran. Industriegebiete ziehen Fabriken an. Die Fabriken senken die Grundstückspreise. Doch die Industrie stellt Waren her und lässt die Stadt wachsen. Okay. Dann machen wir Gewerbegebiete. Okay. Wo soll man die hinmachen? Mach ich einfach dahin, komm. So. Das war einfach. Denken Sie daran, Gewerbegebiete auszuweisen. Bla bla bla. Sie müssen nicht den ganzen Tag warten. Ja, kann man vorspulen. Wow, das war schnell, nicht wahr? Ja, ja. Nach einem weiteren Mausklick läuft wieder im Laufen. Was? Im Lama-Tempo. Jo, wir haben 358.000. Jetzt, wo immer mehr Unternehmen ihre Pforten öffnen, sollten wir uns einmal das Budget ansehen. Das zeigt uns, wie viele Simoleons wir im Monat ausgeben können. Ja, ich klicke doch drauf, Bruder. Ja, ja, da kriegen wir die Stunde. Okay, ja. Steuern. Bla bla bla. Kannst du hier wegmachen? Man, ich will doch einfach zocken. Einige dieser Demonstranten haben über die zu hohen Steuern geschimpft. Wir haben jetzt ausreichend Simoleons. Wir können also die Massen durch Steuersenkungen besänftigen. Okay, dann machen wir das. 8%, okay. Jeder, der sich wegen der hohen Steuern aufgeregt hat, sollte jetzt einen Grund weniger zu Beschwerde haben. Lassen Sie uns das Finanzfeld einmal wieder schließen. Dann machen wir das mal so. Und was willst du? Bürgermeister, wir hatten einmal einen Wasserturm. Der wurde allerdings vor ein paar Monaten durch einen Sturm zerstört. Die Bewohner der Stadt werden langsam durstig. Ihnen gefällt aber nicht der Gedanke, von einem weiteren Wasserturm abhängig zu sein. Ich habe genau die richtige Lösung. In Glückshafen, der großen Stadt etwas westlich von uns, gibt es Unmengen von Wasser. Begeben Sie sich in die Regionalansicht, um in Glückshafen einen Vertrag auszuhandeln. Okay, wie kann ich das machen? Ah, hier. Okay, Glückshafen. Ist das Glückshafen? Wow, von hier können Sie alles sehen. Bla bla bla. Was ist hier Glückshafen? Ja, ja, hier ist Sommerufer. Über einen Standort. Okay. Glückshafen. Kaufen. Dann machen wir das Ganze mal. So, jetzt kaufen wir das Wasser, das wir brauchen in Glückshafen. Wenn unser Bedarf wächst, bekommen wir auch mehr Wasser. Solange Glückshafen Schritt halten kann. Okay. Benachbarte Städte können sich gegenseitig Ressourcen oder Dienstleistungen anbieten. Ja, ja, bla, bla, bla. Okay. Klicken Sie auf die Stadtansicht, dann machen wir das doch mal. So. Was holen Sie jetzt schon wieder? Strom auch noch. Auch noch Strom. Es hat ein Kohlekraftwerk. Der folgende Bürgermeister hat aber die Kohlegung abgestellt, um zu sparen. Jetzt haben wir Kohle. Jetzt haben wir keine Kohle mehr. Und das Kraftwerk ist geschlossen. Jetzt, wo es eine Verbindung zur Autobahn gibt, müssen wir nur die Kohlelieferung aktivieren. Dann können wir schon mit dem Kohlekauf auf dem Weltmarkt beginnen. Warum öffnen wir das einfach nicht? Wir werden es auch einfach. Liefert unser Kraftwerk mit Material. Sobald der LKW angekommen ist, verzögert das Kraftwerk die Stadt mit Energie. Okay. Nein, gib Stoff, Bruder! Okay, let's go.
Scheiße, was denn jetzt noch? Wie komme ich denn hier wieder raus? Jetzt haben wir Strom. Für die Kohlelieferung müssen wir zahlen. Aber schließlich braucht unsere Stadt Energie. Der gelb dargestellte Strom bewegt sich in die Straßen entlang. Okay. Och, was wollen die denn jetzt noch alles? Kann ich denn jetzt hier irgendwie raus? Ich glaube, ich muss das Tutorial spielen, ne? Polizeiwache. Eine Polizeiwache. Aufmachen, so. Gut, dass die Polizeiwagen besetzt ist. Es ist gerade ein Verbrecher im Gange. Diese Kriminelle haben nichts Gutes im Sinn. Oh, die wollen... Moment, was ist das denn, ein Geruch? Och. Bäh, Bürgermeister, diese Stadt stinkt zum Himmel. Das liegt am Müll. Wir haben uns die ganze Zeit lang auf die Müllentsorgung durch Glückshafen verlassen. Es ist eine ganze Weile her, seitdem der Abfall das letzte Mal eingesammelt wurde. Ich habe unseren Nachbarn Bürgermeister Keno. Ich glaube, ich bekomme ihn davon überzeugt, einen LKW zu schicken. Wir haben keinen kompletten Abdeckung, blablabla. Warum bauen die denn einfach eine Müllabfuhr? Okay. Folgen. Warum bauen die denn einfach eine Müllabfuhr? Okay. Ein leichter Müllabfuhr. Oh, Bruder. Was denn jetzt noch alles? Bürgermeister, ich glaube nicht, dass der Gestank nur vom Müll stammt. Wir haben noch ein weiteres Grubproblem. Und zwar im Rohren unter den Straßen. Das Abwasser sammelt sich. Ja, ja, ja. Ein Abwasserrohr. Was brauchen die denn noch alles? Bruder, wo machen wir das am besten hin? Das sind halt Wohnhäuser. Warte mal. Na, einfach mal dahin. So. Ganzen Dreck an, ja. Da flutscht die Kacke. Okay. Naja, hier schließen. Oh, es sieht aus, als ob jemand in den Himmel. Oh. Es brennt. Hilfe aus dem Haus, mein Nachbarn kommt drauf. Ich glaube, es brennt. Wir brauchen eine Feuerwache. Okay. Feuerwache. Die brauchen wir einfach mal dahin. So. Das ist eine gute Stelle. Okay. Huch. Na dann, let's go. Ich kann hier aber leider auch nicht. Okay. Was wollen Sie jetzt noch? Sie haben die Sache mit dem Brandgut in den Griff bekommen, Bürgermeister. Ich habe bereits ein neues Problem für Sie, das darauf wartet, gelöst zu werden. Manche Eltern des Gebietes machen sich Sorgen. Die Schulen sind überfüllt. Ohne Klassenzimmer können wir die ganzen Kinder nicht unterrichten. Wenn wir unseren Bürgern nicht ausbilden, bleibt die lokale Industrie auf Steinzeitniveau. Bringen wir den Kindern etwas mehr. Ist doch gut. Dann zahlen die mehr Steuern. Hier. Noch ein Klassenzimmer. Na, dann bauen wir mal da an. So. Okay, dann haben wir das auch. Jeder Sim braucht ein Dach über den Kopf und einen Arbeitsplatz. Außerdem wollen die Sims zufriedengestellt werden. Sie können jeden Sim anklicken. Ja, mache ich jetzt aber nicht. Okay. So, die sind alle happy. Gut, das habe ich gut gemacht. Ich bin guter Bürgermeister. Okay, machen wir mal. In den Menüs, bla bla bla. Ja, bla bla bla. Ja, ist ja gut. Wir sollen uns auch noch einen Flughafen, oder was? Oh ja, ein Glücksfall für Sommerufer. Viele unserer... Bla bla bla. Okay, auf nach Glückshafen. So. In der Regionalansicht gibt es Datenkarten. Okay. Ich werde halt eh nur wahrscheinlich nur eine Stadt machen. Besuchen, Glückshafen. Die brauchen Simoleons. Treibt Lamas zusammen. Oh, das ist aber eine geile Stadt. Schöne Stadt wie Glückshafen ist ein echter Tourismusmagnet. An den Klippen gibt es einige, was? Casino-Meile.
und große Hotels. Zudem verfügt die Stadt über Unmengen an öffentlichen Transportmitteln. Nehmen Sie etwas Zeit, um sich umzusehen. Als Bürgermeister haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ihrer Stadt... Ja, ist ja gut. Was? Oh, shit! Oh, wow. Was passiert hier? Asteroiden! Was war das denn? Oh Gott! Das war's dann wohl mit der schönen Stadt. Holy shit! Die arme Stadt! Nein! Na toll! Na klasse! Oh shit! Da stürzt einfach mal in das Gebäude ein. Alter, was? Oh nein, wir machen uns besser aus dem Staub. Klingt so. Okay. Alter, was? Sie sollten den Eva schon klingeln. Okay, Mama. Puh, das sind ja schlimme Nachrichten aus diesem Bürgermeister. Ich hoffe, die Schäden waren nicht zu groß. Ich habe direkt ein Löschfahrzeug losgeschickt, als ich davon gehört habe. Beeindruckend, wie Sie Sommerufer eine Verjüngungskur verordnet haben. Es ist schön, dass Sie hier sind. Doch ich glaube, von jetzt an komme ich allein zurecht. Sie sollten mit einer neuen Region... Ja gut, endlich kann ich... Gut gemacht, SimCity Szenario, blablabla, Hauptmenü. Boah, dass man hier erst Tutorial spielen muss. Okay, dann machen wir mal spielen. Cap Trinitas, ja, komm, machen wir mal... Region benennen. Wen benennen wir das denn mal? Zechental. Zechenstadt? Nee. Was ist ein guter Name? Keine Ahnung. Lauch? Nee. Ach, ich hab keine Ahnung. Glücks, ich nenne das Glückshormone. Hormone, so, keine Ahnung, weiter. Dann würde ich das hier nehmen, beanspruchen. Ja. Emselhausen. Oder hier? Na, ich glaube, ich nehme das hier. Okay, Emselhausen, Sie betreten Emselhausen. Okay, nice. Ihre Inhalte zum Herunterladen sind bereit. Das Casino in... Okay, ja, bla bla bla. Danke für das Herunterladen. Ja, Mensch. Ja, ist ja gut, ey. Oh. Ja, ist ja okay. So. Kann ich hier irgendwie reinzoomen? Wir müssen natürlich erstmal eine Straße bauen. Verbinden Sie Ihre Stadt. Was ist das? Ist das eine... Erste Schritte. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Einstand in Ihre neue Stadt. Von Zeit zu Zeit bekommen Sie kurze Tutorials angeboten. Sie sollen Ihnen helfen, zum perfekten Bürgermeister zu werden. Die Tutorials sind allerdings keine Pflicht. Ja, besser ist das. Ja, ich dachte, es ist keine Pflicht. Mensch, weg damit. Ich glaube, ich nehme Straße. Das hier? Hä, warte mal. Hauptstraße. Machen wir erstmal so. Wir haben 50.000 Simoleons. Stadtgründung genehmigt. Ja, das ist natürlich. Ich muss irgendwie gerade machen. So. Ich glaube, ich mache einfach so Karos. Ist vielleicht echt besser. Ich werde wahrscheinlich eh wieder zu groß bauen. Mache ich hier. So, dann können wir hier nämlich schon mal Wohngebiete machen. So, machen wir hier. Kann man das nicht irgendwie alles ausfüllen? Okay, dann haben wir hier schon mal Wohngebiete. Wir brauchen aber Wasser. Na, das ist jetzt halt ein bisschen doof. Okay. Obwohl, warte mal, wenn ich das so mache. So vielleicht.
Na, keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall ein Kraftwerk. Wie machen wir das jetzt am schlausten? Gut, wir machen wenigstens 90 die Stunde. Strom. Das können wir hier nur da anbauen. Wir brauchen Strom in dieser Stadt. Ja, ja. Ich bin ja schon dabei. Wo wollen wir das Kraftwerk denn hinmachen? Vielleicht ganz da hinten hin? Warte mal. So, reicht das? 33.000. Aber dann kann ich hier leider auch nichts mehr ausbauen, oder? Da war das vielleicht nicht so schlau, was ich hier gerade gemacht habe. Warte mal. Machen wir mal das hier wieder weg. Dann würde ich nämlich Strom... Warte mal, dann machen wir das so. Und hier hin. So, dann bauen wir da nämlich dann schon mal das Kraftwerk hin. Ich könnte auch ein Kohlekraftwerk machen, aber... Alles für die Umwelt. So, dann haben wir hier einen Strom. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Meine Dusche funktioniert nicht, Bürgermeister. Drehen Sie das Wasser auf. Ja, 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 ja. Ich bin ja gerade dabei, was will er denn? Hey Bürgermeister, möchten Sie ein Gemeindehaus? Es gibt einen anderen. Ja, ja, mache ich. Jetzt muss ich aber mich erstmal um den Strom kümmern. Strom an Nachbarn verkaufen. Okay, Strom fließt. Die kriegen jetzt alle Strom hier. So. Okay, da kommt der Strom an. Dann brauchen wir aber Wasser. Könnten wir theoretisch dann auch hier hin machen. So, dann müsste das Wasser jetzt auch ankommen. Gut, dann haben wir Strom und Wasser. Wir brauchen Wasser. Ich kann nicht mal mein Auto waschen. Ja, dann wasch halt, ne? Meine Dusche funktioniert nicht. Was wollt der hier? Wir brauchen in dieser Stadt einen Ort zum Einkaufen. Wir würden sie ein paar mehr Gewerbegebiete auslassen. Dann hätten wir mehr Läden. Ja, 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 ja. Ich bin doch noch gerade am Anfang, ey. Was wollen die denn alle von mir? So. Wir brauchen Gewerbegebiete, wollen die. Dann machen wir hier. Machen wir das so. Dann machen wir da Gewerbegebiete hin, würde ich mal sagen. Hallo? Gib mal her. Kann man das irgendwie. So. Dann haben wir da schon mal ein Gewerbegebiet. Wie die angeflitzt kommen. Zoom. Okay. Im Bau. Okay, da haben wir. Wir brauchen aber auch Industrie. Wie ist denn die Windrichtung eigentlich? Wo sehe ich das? Ja, ja, und ja, 3500. Wo sehe ich nochmal die Windrichtung? Wind, 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 Wind. Was ist das? Standort für Großprojekte. Spezialisierung. Bohrungen. Ölquelle. Oha. Spielzentrale, alles klar. Aber wo sehe ich den Wind nochmal? Nein, das war falsch. Nein. Das wollte ich nicht. Hallo, sorry. Geh mal zurück da. So. Ich will nur wissen, wo ich hier den Wind sehe. Wind, 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 Wind. Wenn ich Industrie ausfahre. Wind geht in die Richtung. Dann würde ich die Industrie hier hinten irgendwo hinbauen. So, machen wir das Ganze. Nein, das war falsch, das hier. So wenig Simoleons. Wir haben nur noch 4000. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, wir müssen unseren ersten Kredit aufnehmen. Wo haben wir das denn? Verwaltung. 25.000. Ja komm, nehmen wir eben Kredit auf. Gemeindehaus. Gemeindehaus. Okay, dann bauen wir hier. Dann machen wir das Ganze so.
Und dann können wir hier ein bisschen Industrie hinbauen. Würde ich sagen. So. Komm mal her. So. Dann haben wir da ein bisschen Industrie schon mal. So. Was will er denn? Glauben Sie wirklich mit ein paar mageren Turbinen ließ sich die ganze Stadt mit Strom versorgen? Also wirklich, Bürgermeister, bleiben Sie Realist. Weiteres. Ja, ja, mache ich. Echt jetzt? Wir haben doch einen Überschuss. Ja, komm, dann kriegen die ja noch so eine Turbine. Bitte schön. Zufrieden jetzt? Was? Nicht genug Hersteller von Frachten. Ja, ja. Es kommt ja alles. Die bauen doch hier die Industrie erstmal aus. Mensch. Mal ein bisschen schneller hier. So. Okay. Hier haben wir Wohngebiete. Können wir hier noch irgendwas ausbauen? Hier habe ich keinen Plan. Hier könnten wir noch Wohngebiete machen. So, hier. Hier. Machen wir da noch ein paar Wohngebiete hin. So. Ja, neben der Industrie will ich die halt nicht unbedingt machen. Das stinkt so arg. Da würde ich nämlich dann hier Industrie hinmachen. Mal ein bisschen mehr Industrie diesmal. Obwohl das jetzt natürlich doof. Kann ich das nicht mal rückgängig machen? Naja, egal jetzt. Können wir später irgendwann vielleicht machen. Nein. So. Das Gemeindehaus können wir auch noch aufbauen. Ich hoffe mal, dass Windkraft ist ein Zeichen dafür, dass der Bürgermeister den grünen Weg einschlägt. Naja, mal gucken. Ich brauche mal, wir können Gemeindehaus machen. Nee, nee, Beschwerden will ich hier gar nicht sehen. Meine Kinder, was? Meine Kinder haben keinen Platz, wo sie spielen können. Wir brauchen einen Park. Ein Park. Einen Park. Komm hier. So, seid ihr jetzt glücklich? Oh, wir sind glücklich. Ein Gemeindehaus wollen die denn? Na klasse, was wollen die denn noch alles? Okay, wir machen 182 die Stunde. Wie sieht's hier aus? Ja, haben wir noch Überschuss. Das passt. Wasser. Wasser. Wasser läuft auch. Perfekt. Wir brauchen aber ein Endrohr. Warte mal. Nein. So. Dann würde ich hier hinten halt auch noch Industrie machen. Warte mal, geben wir mal das hier. Okay, wir haben schon wieder keine Simoleons. Ich glaube, ich muss echt noch einen Kredit aufnehmen. Ja, nehmen wir noch einen Kredit auf, komm. Wenn sie pleite geht, die Stadt, dann geht sie halt pleite. So. Dann machen wir das so. Und dort können wir dann nämlich ein Wasserendrohr. Der Wind, das zieht dann hier hin. Das ist schon mal supi. So. Abwasserendrohr. Okay. Da wird die Kacke weggesaugt. Heilige Scheiße. Gut. Saugt ihr mal die Kacke weg? Wir brauchen mehr Wohnhäuser. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze so. Weil hier unten ist dann Platzverschwendung, wenn wir hier nämlich nicht bauen. So. Ich finde Quadrate bauen eigentlich ganz gechillt. Dann hätte hier noch ein paar. Kommen hier noch ein paar Einwohner. Wie viel haben wir denn momentan? 288 Einwohner. Cool. Na?
Dann bauen wir... Aber wo soll man denn das Gemeindehaus hinbauen? Warte mal. Vielleicht können wir hier noch eine Straße? So, und dann bauen wir da einfach das Gemeindehaus. Dann können wir auch noch ausbauen, oder? Na, dann bauen wir es da hin. So, stellen Sie ein Gemeindehaus auf. Nice. Geschlossen. Wir stellen neue Leute ein. Herzlichen Glückwunsch, Bürgermeister. Ihre harte Arbeit hat sich gelohnt. Jetzt, wo ich das aufgebaut habe, können Sie einen Namen geben. Boah. Wie sollen wir die denn nennen? Ghost Town nenne ich die jetzt einfach mal. Oder? Wenn ihr einen Namen für eine Stadt habt, schreibt es dann gerne in die Kommentare. Aber auch realistisch und nicht irgendwie so sexistisch oder so. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Okay, was macht der Strom? Strom läuft. Atomkraftwerk. Natürlich, das nehme ich doch. Gut, wir haben noch 3500. Und wir kriegen nur 15 pro Stunde. Das ist nicht viel. Das heißt, ich mache das hier noch. Und baue dann da noch. Dahin, dahin. Ich brauche mal neue Einwohner. Vielleicht müsste ich die Steuern mal langsam erhöhen. So, tut mir leid, du musst weg. So. Ach ja, ist schon eine kleine, schöne, verschlafene Stadt. So. Was ist das? Industrieessen. Ne, günstiges Essen. Alles klar. Schroffimmobilie. Zu verpachten. Autowaschsalon. Was ist das? Kann ich nicht lesen. Grill. Authentisch Burger. Lecker. Da haben ja irgendwie nur so Wohnen. Alle hier so Wohnmobile. Warte mal, ich gebe denen, glaube ich, noch irgendwie einen Park oder so. Einfach mal hier so einen kleinen Park reinballern. Warte mal, was haben wir hier? Natur. Natur kommt doch bestimmt immer gut an. So, hier einmal Natur. So. Da wird schon einer abgegradet. Cool. Das gefällt denen. Warum zieht denn hier keiner ein? Okay. Wir haben nur noch 340 Simoleons. Was will er denn? Ich genieße hier das Leben. Das ist eine lebendige, vielfältige Stadt. Es gibt da etwas, was mir noch fehlt. Ein schöner Moment, Tempel, eine Kirche, Moschee und ein... Ja, ja. Mach ich. Okay, die upgraden hier. Grundstückspreis, cool. Ich glaube, ich heb mal langsam die... Soll ich die Steuern ein bisschen anheben? Ja, komm, 11%. Da kriege ich nämlich ein bisschen mehr Knete. Simoleons sind der Treibstoff einer erfolgreichen Stadt. Das stimmt, Alan. Was will er? Das Rasenmähen ist mir zu postmodern. Ich liebe diese Turbinen. Wunderschön. Okay, du siehst die Alte von da aus. Obwohl da noch ein Haus im Weg ist. Alles klar, Bruder. Okay, was kommt denn da? Heilige Scheiße, die bauen ja irgendwie alle aus. Hier sind schon mal modernere Wohnungen jetzt reingekommen. Warte mal. Cool. Da ziehen jetzt reichere Leute ein. Nice. Was so ein bisschen grün ausmacht, ne? Im Bau 17%. Okay, wir haben nochmal 800 schon wieder. Ah, wir brauchen mehr Wohngebiete. Ich habe zu wenig Simoleons. Scheiße. Ich müsste mir echt noch einen dritten Kredit aufnehmen. Ah,
die Kredite werden uns aber irgendwann echt das Genick brechen. Wie viel kosten die in der Stunde? 519. Wir zahlen 1000 in der Stunde. Scheißen Dreck. Die werden uns halt irgendwann echt das Genick brechen. So. Ja, ja, ich baue ja schon. Wir haben Nachfrage nach Residentials. Hier, dann machen wir das dann hier noch hin. Dann bauen wir hier überall Wohnhäuser. Hallo? So. Dann hier noch. Und da, so, und dann hier nochmal. Ja, ich bin ein Quadratebauer, ich mag das. So. Okay, 14.000 haben wir noch. Ich müsste halt auch die Bildung mal vorantreiben. Abwasser, Feuer. 20.000, oder? 9.000 kostet eine Müllhalde. Was kostet eine Grundschule? 16.000. Keine Schulen! Ja, ja. Es kommt ja alles noch. Ich bin doch gerade mal am Anfang, ey. So, machen wir es mal hier. Da freuen sie sich. Aufgaben 10 pro Stunde. Heilige Scheiße. Okay, aber es ist eine kleine, schöne Stadt eigentlich, ne? So. Hier, was haben wir denn hier? Da haben wir Industrie, warum baut denn da keiner hin? Wir haben halt immer noch Nachfrage im Wohngebiet. Warte mal. Würde ich sagen, machen wir das. Was? So, machen wir das so. Und bauen dann da auch nochmal Wohngebiet hin. Wenn die Stadt pleite geht, dann ist es halt so. Dann fangen wir irgendwann eine neue an. Okay, hier ist das Gemeindehaus. So 10.000 haben wir wieder. Da würde ich aber da noch gerne ein bisschen mehr Industrie hinbauen. So. Da, weil der Wind zieht nämlich in diese Richtung. Dann machen wir hier hinten alles mit Industrie voll. Und hier vorne dann die Wohngebiete. Vielleicht muss ich später das hier dann wegreißen. Da mehr Wohngebiete hinmachen. Gib mal her. So, dann bauen wir hier noch ein paar Häuser hin. Die Sims wollen bei uns leben. Finden unsere Stadt cool. So, 800 haben wir noch. Scheiße. So. Cool, dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen was. Aber warum zieht denn hier keiner ein? Da will irgendwie keiner einziehen. Warte mal, dann machen wir da noch so einen kleinen niedrige Baumreihe. So, da auch nochmal. Dann sind die alle hier happy. So, und da lachen sie hier. Okay. So, dann würde ich aber jetzt auch mal Schluss machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit Ö.